Moin Leute, hier zurück bei Modo für 3 mit der wöchentlichen Herausforderung von der Saison 5, Woche 1. Ja, ihr habt richtig gehört, Woche 1. Es geht wieder von vorne los. Hier einmal auf Event, dann wöchentliche Herausforderung. Dann kriegt ihr, wenn ihr alle 8 Wochen dann die Herausforderung abgeschlossen habt, bekommt ihr einmal Kettenbrecher. Diese Woche gibt es einmal, wenn ihr 5 Herausforderungen abschließt, Jack Whitemouth Lauf für die Moors. Dann ist die Moors mehr oder weniger so ein altertümlicher Vorderlader, Schrotflintenmäßiges Ding. Auf jeden Fall lustig, auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir uns eben kurz die Sachen an, die man erledigen muss. Erreiche 40 Operator-Abschüsse. Easy. Schnell gemacht. Erreiche 25 Operator-Abschüsse in der Luft. Ist ein bisschen tricky. Ihr müsst die ganze Zeit mal Leertaste drücken, springen, springen, springen. Dabei schießen, aus der Hüfte schießen, ne? Und dabei immer springen. Geht am besten auf kleinen Maps, also kleine Maps, Moshpit. Geht jetzt am schnellsten, finde ich. Da habe ich es auch gemacht. Dann erreiche 10 Sofortabschüsse von Operators mit Scharfschützengewehren. Habe ich dann auch die Moors genommen einfach und dann habe ich dann, ja, Sofortabschuss heißt, ein Treffer, der ist weg. Dann hat das Ding auch sofort erledigt. Dann erreiche 3 Operator, Dreifachabschüsse mit MPs. Ja, dreimal jemanden erwischen, dann mit der MP habe ich nur 2 bis jetzt geschafft von 3, aber kriege ich auch immer noch fertig. Dann erreiche 30 Operator-Abschüsse durch Weitschüsse. Ja gut, Weitschüsse, ist klar, ihr müsst sehr, sehr, sehr weit weg sein. Ihr müsst doch nicht mehr eine empfohlene Waffe nehmen, lustigerweise, sondern irgendeine. Ja, einfach eine Distanz haben, eine gewisse und dann jemanden erwischen. Erreiche 20 Operator-Abschüsse aus der Hüfte mit MPs. Das habe ich verbunden mit dem Luftgespringe. Ja, ich bin einfach in der Luft immer rumgesprungen und habe dabei geschossen, ganze Zeit mit der MP. Die MP zeige ich gleich, welche ich genommen habe. Aber wir gehen jetzt erstmal kurz zu Ende durch hier. Dann erreiche ich 5 saubere Operator-Abschüsse mit Schrotflinten. Da habe ich dann halt auch eine Schrotflinte genommen. Das Lustige ist, ihr müsst noch nicht mal empfohlene Waffen nehmen anscheinend. Ich habe es trotzdem immer gemacht mit empfohlenen Waffen. Hier steht aber nicht dran. Ja, aber 5 saubere Abschüsse mit Operator heißt eben einmal treffen und der muss umkippen. Ja, das ist auch wichtig, ist in der Schrotflinte so dann konfiguriert. Zudem gibt es natürlich eine Möglichkeit, noch bei Zombies das zu erspielen, wenn ihr Bock habt, oder bei Battle Royale. Darauf gehe ich jetzt aber nicht drauf ein, weil, wie gesagt, ich habe es nur bei Modern Warfare freigespielt. So, ich habe mit folgenden Sachen gespielt. Einmal habe ich kurz ein bisschen Bait gespielt, da habe ich auch einige Sachen schon erledigt gehabt. Achso, was ich noch vergessen habe, ihr könnt auch die Herausforderung eurer Verfolgung hinzufügen. Ja, ihr drückt ja einfach auf zu verfolgen, hinzufügen, Klick und da auch nochmal Klick und habt ihr es hier drinne. Ja, aber verfolgt ihr die beiden Sachen, wenn ihr im Spiel Escape drückt, wisst ihr, wie weit ihr seid. Also ist auf jeden Fall hilfreich, solltet ihr auf jeden Fall machen. So, und dann habe ich gesagt, ganze Zeit kleine Karten Moshpit dann gespielt hier. Da kam auch ein bisschen was Neues rein. Einmal Tenoxide kam rein hier, Sailship kommt rein. Sonst irgendwas, weiß ich gar nicht genau. Ja, nicht, glaube ich. Nee, aber die beiden Maps sind, glaube ich, neu reingekommen. Das ist auch schon mal neu. Und wie gesagt, mit den Waffen habe ich wie folgt gespielt. Ich habe meistens immer hier mit der RAM gespielt, mit der Warzone-Konfiguration. So habe ich gespielt mit der MP. Ja, wie gesagt, ich bin rumgesprungen wie blöd und habe dabei immer geschossen. Irgendwann habe ich es halt einfach fertig. Aber wie gesagt, es geht am besten natürlich in kleinen Maps, zum Beispiel schon zum Beispiel Shipment oder so. Das geht einfach schnell, aber ihr müsst natürlich auch ein bisschen Glück haben und auch richtig treffen. Aber in großen Maps könnt ihr es eigentlich vergessen, mit dem Rumgehüpfe und jemanden erschießen, das könnt ihr eigentlich vergessen. Da müsst ihr kleine Maps nehmen, alles andere geht eigentlich nicht. Ja, dann habe ich die Meister gespielt, Schrotflinten. Ja gut, wie gesagt, solltet ihr One-Shot-Schrotflinten nehmen, ne? Da bietet sich natürlich dann die Reclaimer, habe ich genommen einmal. Oder ihr könnt auch die Lockwood nehmen zum Beispiel. Wie gesagt, da steht nirgendwo dran, ihr müsst eine empfohlene Waffe nehmen, deswegen könnt ihr auch irgendeine nehmen. Also die bietet sich natürlich dann auch an. Aber ich habe es halt eben mit der Reclaimer gemacht. Ich habe dann halt... Ich habe die Konfiguration, glaube ich, genommen. Damit habe ich das fertig gemacht. Aber war jetzt nicht so der Hit. Aber ich hatte Glück gehabt, habe immer Headshots gemacht mit dem Ding. Und dann war gut. Also, ah nee, Dragon Breath. Nee, das ist der falsche. Das ist falsch. Da darf kein Drachenatem drauf sein. Welche habe ich denn? Die hatte ich, glaube ich, doch. Nee, warte, die hatte ich. Genau, die hatte ich. Ohne Drachenatem. So viel ich weiß. Genau. Und wie gesagt, damit geht es ganz, ganz fix. Also bei mir ging es mindestens fix, wie gesagt. Und dann habt ihr halt dann halt den Jack-Kram freigeschaltet. Und zwar sieht das dann wie folgt aus. Moment, muss mal gucken hier. Das hier, dann habt ihr Jack Whitemouth Lauf freigeschaltet. Wie gesagt, sieht das Ding aus wie eine altertümliche Waffe. Ja, ist schon ganz lustig hier. Und zwar ein Whitemouth Lauf, der so gefährlich ist, dass er magnetische Kugellager aufnehmen kann, die beim Abfeuern zerspringen und eine Salve kleiner tödlicher Projektile erzeugen. Vorteile: Kugellager, ZV-Geschwindigkeit, Bewegungstempo beim Zielen, Nachteile: Schaden, Gun-Kick-Kontrolle, vertikaler Rückstoß, Geschwindigkeit und Reichweite. Natürlich, wie gesagt, das Ding wird dann mehr oder weniger zu einer Schrote. Aber es ist auf jeden Fall ganz lustig, wie ich finde. Sollte man auf jeden Fall testen. Holt es auf jeden Fall weg. Wie gesagt, es sind die wöchentlichen Herausforderungen wieder 8 Stück, Saison 5.
Und wie gesagt, es gibt auch noch einen Battle Pass. Ja, da gibt es auch neue, zwei neue Waffen. Einmal die STG-44 und einmal hier die Static HV-MP. Dann gibt es natürlich auch noch andere Waffen, die dazukommen, noch nach und nach. Dann aktuell ist noch Doppel-XP aktiv. Nimmt das auch nochmal mit, wenn ihr leveln wollt. Ja, also ihr habt wieder genug zu tun bei Season 5, weil jetzt bei Warzone aussieht, bei Zombies aussieht, etc. Weiß ich gerade nicht. Hier ist auch noch COD Krieger. Ist auch noch neu irgendwie. Ja, ihr habt auf jeden Fall wieder was zu tun. Ich auch. Leveln, Battle Pass leveln, Waffen freischalten, etc., etc. Danke fürs Zusehen, reingehauen, bis zum nächsten Mal und danke für den Support, ne? Und tschüss, viel Spaß beim Spielen.